Boah, die macht richtig Laune. Boah, ist die nice. Road Grip. Let's go. Woohoo. Alter. Hast du noch geschafft oder hast du auch was euch zu bekommen? Kannst du reden? Warte kurz. Aha. Sollen wir ein Mikrofon? Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Bike-Trip-Video hier auf meinem Channel. Wir sind in den Gaiskopf gefahren, zusammen mit meinem Bruder. Hallo. Und wir fahren heute am Gaiskopf. Es wird eine kleine Schlammschlacht. Es hat die ganze Nacht geregnet. Und wenn ihr hier mal nach vorne guckt, es ist auch ziemlich neblig und der Himmel ist dunkel. Deswegen mal schauen, ob wir heute sehr nass werden. Gerade hat zum Glück aufgehört zu regnen. Und ich bin gespannt, wie die Trails am Start sind. Ich habe gehört, der Gaiskopf hat die schlechteste Jumpline in ganz Deutschland. Ich will die auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, guck mal hier. Nass. Nass. Wir fahren jetzt los. Let's go. Michael, heute auch dabei zum ersten Mal. Grüß Gott, grüß Gott. Schickes Radl. Niklas, darf natürlich auch nicht fehlen, was geht. Let's go, Flow, oder? Ja, ich fahre heute übrigens von meinem Ehrenbruder Sebastian das YT 2S Downhill Bike mit Alurahmen. Ich glaube 27,5 Zoll Reifen. Ja, bin gespannt, wie es wird. Aber wird bestimmt geil. Sandy! Boah, das wird so eine Schlammschlacht heute. Aber geht gut. Ey, es schaut richtig geil aus heute mit dem Nebel. Bleib mal kurz stehen und film. Nice, Alter, schaut euch den Nebel an. Michi! Nice, Alter. Fährt sich gut. Aber fährt sich richtig gut, oder? Schon wieder geil, ja. Heißt es auch nicht so rutschig, wie man denkt. Ja. Oh, hier sind solche Bremsschwellen drin. Immer ein bisschen am Rand fahren, ist ein guter Tipp. Ich merke, wie das Downhill-Bike langsamer ist als die anderen Trail- oder Enduro-Bikes, die ich gefahren bin. Mir fehlt echt ein bisschen Speed hier. Beziehungsweise mit den anderen bin ich um einiges schneller geworden. Und hier ist es mit dem Downhill-Bike echt so ein bisschen langsamer. Aber ich schätze auch wegen der Nässe, das nimmt nochmal ein bisschen Speed raus. Mit den anderen Bikes konnte ich echt ein bisschen anders durchziehen hier. Das Manual. Oh. Hier kommt der Big Jump. Nice, Mann. Der ist immer geil. Ich sag mal so, ne? Weiße Schuhe sind jetzt nicht die optimale Farbwahl für so ein Wetter. Aber scheiß drauf. In die Waschmaschine und gut ist. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier mal bei der Jumpline. Mittel bis Medium. Ich habe echt nichts Gutes gehört von der Jumpline. Also, mal schauen, wie die wird. Rein da. Mal blind drüber rollen. Ich habe gehört, der Speed. Der Speed fehlt. Krass. Oh. Ah, ich versuche. Oh. Okay, zu wenig Speed. Kleine Hip. Ah, die war nice. Noch ein Table. Ja, oh, geht doch klar. Bis jetzt geht's klar. Ich lasse aber gut laufen. Und oh, ah nee. Das heißt mit Strampeln. Schwierig. Boah, auch keine Chance. Boah. Okay. Und hier ist anscheinend zu. Ja. Das war's mit der Jumpline. Richtiger Schmutz, Alter. Geht gar nicht, ne? Ja, ich hab's versucht. Also ich bin gestrampelt ohne Ende. Schade, dass da zu ist. Jetzt müssen wir hier rüber, oder was?
Ja, wir können jetzt hier X-Ride halt fahren. Wir fahren mal weiter hier. X-Ride. Hier gibt es, glaube ich, auch ein paar Table mit drin. Mal schauen, wie die fahrbar sind. Okay, nee, ist aber so ein bisschen wie eine Flowline. Ah, links und rechts sieht man immer mal wieder ein paar Jumps. Aber die hier ist anscheinend nur Flowline. Flowline runter. Ah, geht. So. Fahren wir nochmal die Drops. Schauen relativ trocken aus gerade. Nice. Holzwand geht auch. Whitetail. Ja, easy. Sehr schön. Macht Laune. Manual Drop. Puh. Schön. Okay, kleines Fazit zur ersten Jumpline. Das Tempo hat überhaupt nicht gepasst. Auch die Anlieger war nicht schön. Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Aber wir haben gerade die Freeride durchgefahren. Und da wurden ein paar richtig geile Dinge reingebaut. Über die will ich jetzt mal springen. Da nehme ich euch jetzt mit. Niklas fährt vielleicht dann auch noch drüber. Aber die Jumpline, die kannst du echt vergessen. Das ist das Schlechteste, was ich hier gesehen habe. Richtiger Dreck. Also ich bin mal gespannt. Wir fahren dann später noch die Downhill-Line. Da sind auch noch ein paar fette Jumps drin. Die könnte geil sein. Aber jetzt erstmal Freeride. Let's go. So, Freunde, hier kommt ein richtig geiles Stück. Freeride-Line. Drop, Sprung. Richtig nice. Hier kommt ein neuer Drop. Komplett neu. Super entspannt. Jetzt fahre ich mal einen Drop, den ich noch nie gesprungen bin. Da drüben, dieses Holzding. Mal schauen. Jo, auch geil. Richtig nice. Und da geht es dann gleich weiter. Nächster Abschnitt. Kleiner Sprung. Auch sehr geil. Hey, es macht richtig Laune. Ja, weiter. Das macht richtig Laune hier. Das ist, glaube ich, jetzt mit meiner Lieblingsline. Kleiner Double, aber den schaffe ich oft nicht wegen Speed. Nice. So, hier nochmal drei Table. Drei kleinere. Ah, die sind geil. Die Kurve haben sie verändert, da waren früher viel mehr Steine drin. Kleiner Holzdrop hier noch. Nice. Und dann drei so Steinstufen. Auch richtig, richtig geil. Und die Dreckskurve. Oh, ich hasse diese Kurve. Nice, Mann. Ja, die Freeride ist geil. Kann ich euch empfehlen. Besser als die Jumpline. So, weiter geht's. Unteres Stück von der Downhill-Line. Nice. Boah, zwei Gaps. Boah, die macht richtig Laune. Boah, ist die nice. Road Gap. Let's go. Woohoo. Alter. Boah, ein bisschen gekillt. Alter. Ja, oh, die haben ja so die Sprünge verbessert. Oh mein Gott, ist die geil. Yo. Yo. Let's go. Oh, oh shit. Den habe ich nicht erwischt. Ey, für erstes Mal. Richtig nice. Ja, das ist eine Jumpline, würde ich sagen. Nicht wie die andere, ey. Wow. Bisschen nosy gekommen.
bisschen weit ins Flat runter. War ich ein bisschen schnell. Freunde, nächster Tag. Freeride zum Einfahren. Yo, let's go. Kleiner Drop. Let's go. Ich muss sagen, heute haben wir schon richtig geiles Wetter wieder. Sonne ist rausgekommen. Alles trocken. Yo. Und zum Einfahren natürlich erstmal die Lieblingsline fahren, würde ich sagen. Ist immer das Beste. Wir waren zwar gerade schon auf der Flo, aber da war richtig Family Trail. Richtig viele Leute da gewesen. Und hier, boah, ist schön leer. Let's go. Yo. Boah, ich muss sagen, den zweiten Tag merkt man immer richtig in den Fingern. Und für die hier fehlt mir immer so ein bisschen der Speed. Oh. Ja, und die Downhill-Line ist so geil, das Stück hier unten. Roadgap. Hey, die macht so Laune. Boah, volles Flat. Alter, mach meine Hände zu. Boah. Und jetzt seht ihr unsere unfreiwillig letzte Abfahrt des Tages. Es ist etwas passiert, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Aber ihr seht gleich was und erfahrt auch, was passiert ist. Alles gut? Warte kurz. Sollen wir einen Notruf holen?
Nein. Nein, warte kurz. Dann kriegst du meine Luft. Fuck, Alter. Stimmt? Ja, ist ungefähr von hier oben hier runter auf die Brust geflogen. Hast du hier in der Luft schon gedreht? Ja. Komplett länger verloren. Da rausgehebelt. Ja, lass Arm unten. Fühlt sich Seite alles in Ordnung an? Rücken und Schulter. Fuck, Alter. Den Dreck hast du nur seitlich hier. Ich glaube, den Dreck schon da gehabt hättest. Statement, Niklas? Also, tief einatmen ist schwierig. Rechte Rippe. Hinten Rippe, Schulterblatt. Oh, fuck, Alter. War meine Schuld, Leute. Hab ihn gepusht. Ist es hier auf der anderen Seite? Jo Leute, ziemlich harter Cut. Ich bin wieder zu Hause. Ihr habt es ja gerade gesehen, mein Kumpel Niklas hat es ziemlich hart auf der Downhill-Line zerlegt. Und wir sind dann natürlich an dem Tag nicht weitergefahren, sondern direkt mit Niklas zusammen ins Krankenhaus, um ihn mal durchchecken zu lassen. Was sich im Nachhinein als eine sehr gute Idee rausgestellt hat, denn Niklas hat sich dabei hinten unter dem Schulterblatt eine Rippe gebrochen. Zusätzlich hat er noch eine Lungenquetschung gehabt. Also den Slam wird er auf jeden Fall noch die nächsten Wochen spüren. An der Stelle gute Besserung, Niklas. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren gute Besserungswünsche dalassen. Und daran sieht man natürlich mal wieder, was wir für einen gefährlichen Sport machen. Und es kann jederzeit passieren, dass man mal fällt. Und deswegen schaut immer drauf, dass ihr auch gute Schutzkleidung mit habt, wenn ihr fahren geht. Niklas hatte echt Glück im Unglück dabei, weil er ist aus ungefähr 3 Metern auf den Boden geflogen. Zum Glück war da ein Stück Wiese, auf dem er gelandet ist. Wäre da irgendwie ein Felsen gewesen oder ein Baum oder sowas, hätte das natürlich nochmal alles anders ausgesehen. Er hat erzählt, dass er nach dem Sprung mit der rechten Hand den Lenker verloren hat. Danach kam ja direkt nochmal ein kleiner Drop. Dort hat sich dann sein Vorderrad schräg gestellt, weil er den Lenker nur noch mit einer Hand in der Hand hatte. Und ist dann über den Lenker geflogen, auf seinen Rücken. Sah von hinten echt heftig aus. Ich hatte keine GoPro drauf. Wir hätten es alle gerne als Video auch gehabt. Aber er hat dabei wirklich Glück gehabt. Wie gesagt, gute Besserung, Niklas. Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Wir sehen dich bald wieder auf dem Rad. Und wenn ihr das Video gefeiert habt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schreibt mal gute Besserung an Niklas in die Kommis. Bis zum nächsten Video. Oder schaut hier vorbei. Da denkt YouTube, dass ihr es cool findet. Bis dann. Bye bye. Tschüss.